Hallo, ich habe gedacht, heute machen wir mal was Frisches. Und zwar jetzt, wenn die Sonne wieder kommt, dann macht es ja auch Spaß, was Frisches zu haben. Außerdem sind die Beeren im Moment ja nicht allzu teuer, also es geht. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir so eine Philadelphia-Torte mit Kokos und mit Erdbeeren. Und ja, ich nehme wieder meine kleine Form und ich würde sagen, wir können direkt starten. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einmal für unseren Boden 100 Gramm flüssige Butter. 200 Gramm Löffelbiskuits zerkleinert oder Butterkekse, wie ihr wollt. 200 bis 250 Gramm frische Erdbeeren oder halt auch tiefgefrorene. 200 Milliliter Sahne, 50 Gramm Zucker, 300 Gramm Frischkäse, ein Päckchen Vanillezucker, so 80 Milliliter Kokosmilch, die habe ich jetzt aus der Dose, weil die schön cremig ist. Dann 4 Blätter Gelatine, die weichen hier schon ein. Und 2 Esslöffel so Kokosraspeln, einfach später zum Dekorieren. Und das war's. Jetzt können wir gleich mal mit unserem Boden anfangen und können dann die Butter hier zu den Löffelbiskuits geben. Und das Ganze miteinander verrühren. Und dann können wir unsere Brösel hier in die Form geben. Ich muss jetzt noch mal überlegen, ob ich alles nehme. Ich habe nämlich eigentlich extra ein bisschen mehr gemacht, weil ich den Boden auch etwas dicker haben wollte, aber halt auch nicht zu dick. Deswegen gucken wir mal. Ich glaube, jetzt gucke ich erst mal, wie es dann so ist. Das schön flach drücken. So, einen kleinen Rest habe ich jetzt noch übrig hier und das können wir jetzt erstmal in den Kühlschrank stellen und dann machen wir die Füllung. So, jetzt habe ich hier unsere Sahne. Ich hoffe mal, dass ich die steif geschlagen bekomme, weil die habe ich eben erst gekauft und ich habe die nicht gekühlte gekauft. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn die nicht gekühlt ist. Jetzt hoffen wir mal. Das mit der Sahne hat zum Glück gut geklappt. Jetzt haben wir hier den Frischkäse, den gebe ich jetzt einmal in die Schüssel rein, wenn er denn will. Dann geben wir dazu noch die Kokosmilch. Den normalen Zucker und das Päckchen Vanillezucker. Und das Ganze erstmal schön miteinander verrühren. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir jetzt die Gelatine schön ausdrücken. Und dann lassen wir die schmelzen. Und wenn die Gelatine sich dann richtig schön aufgelöst hat, dass sie so schön flüssig ist, geben wir von unserer Creme einfach so 2-3 Esslöffel dazu und verrühren das schön. Und dann machen wir wieder den fliegenden Wechsel und machen die Gelatine hier in unsere restliche Creme rein und das Ganze dann noch mal schön verrühren. Und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir einfach nur unsere Sahne unterheben. Und dann sind auch schon unsere Erdbeeren dran. Ah, hier ist noch ein Stückchen vom Grün. Machen wir natürlich weg. Jetzt haben wir hier unsere Form. Und da können wir das dann reingeben. Jetzt bleiben natürlich die Beeren hier unten. Das ist natürlich blöd. Tue ich die hier mal ein bisschen mithelfen. Und jetzt geht das Ganze ab in den Kühlschrank. So sieht unser Kuchen dann aus. Lasst ihn schön lange im Kühlschrank, am besten 5 Stunden oder über Nacht. Ich stelle ihn jetzt auch gleich wieder rein und mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Dann macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!